Was ist Solidarität überhaupt? Eigentlich Solidarität ist das Bindematerial, was die Gesellschaft zusammenhält. Sie basiert auf einem gemeinsamen Verständnis von Moral und von Werten und hat schon immer in jeglicher Form von Gemeinschaft existiert. Also Solidarität bedeutet, dass wir uns füreinander zuständig fühlen und dass wir für uns selbst Verluste akzeptieren, damit ein anderer ein schlimmeres Schicksal erspart bleibt und die Schwächeren in der Gemeinschaft unterstützt bleiben. Europa ist auch eine Gemeinschaft. Und Solidarität zwischen den Mitgliedsländern von Europa, also ist die Basis der EU-Integrationsprozesses. Schon seit 1950, seit in der Schuman-Erklärung, kann man Solidarität als zentrales Element in Europa finden. Wie Sie hier lesen können, Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen und auch nicht durch eine einfache Zusammenfassung. Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen. Später kommt auch der Begriff Solidarität in unterschiedlichen Texten von den EU-Verträgen vor. In dem letzten sogar, in dem Vertrag von Lissabon in 2007, kommt sogar eine Solidaritätsklausel vor. In ruhigen Zeiten zeigt Europa Solidarität gegenüber den weniger entwickelten Regionen. Also die Regionen, die jetzt Sie in Rot sehen, sind die weniger entwickelten Regionen. Die in Gelb sind so die Transitions-Regionen, also die zwischen eine bessere und eine schlechtere Situation stehen. Und die blauen sind die ein bisschen mehr entwickelt oder die sogar sehr entwickelte Regionen. Und die blauen Regionen, die mehr entwickelte Regionen, zeigen ihre Solidarität dadurch, dass Geld von den blauen Regionen, also die mehr entwickelten Regionen, zu den weniger entwickelten Regionen, also den roten Regionen fließt. Sie haben vielleicht schon den Begriff Europäische Struktur- und Investitionsfonds gehört. Über die Hälfte von EU-Geldern, von EU-Mitteln fließt in diesen Fonds rein. Aber ist das genug? Was passiert eigentlich in Krisenzeiten? So seit ungefähr 2009 befindet sich die EU in eine kontinuierliche Krise. Mehr oder weniger. Ne? Ich würde schon einen Schritt vor, was Frau Recker genannt hat, gehen und schon mit der Euro-Schuldenkrise anfangen, weil diese Euro-Schuldenkrise die erste und sehr wichtige Krise der Europäischen Union ist. Dann kam die Flüchtlingskrise, die sogenannte Flüchtlingskrise, die 2 gute Jahre gedauert hat. Und jetzt sind wir ja immer noch in der Corona-Pandemie, die die letzten 2 Jahre von uns weggeklaut hat, so mehr oder weniger. Und zusammen mit Brexit oder die politische Krise in der EU oder sogar die kommende Rezession, ne, die wegen Corona-Pandemie oder die Maßnahmen, die wir für Corona-Pandemie genommen haben, vor uns steht, hatte die EU gefühlt die letzten 13 Jahre sehr, sehr große Herausforderungen zu bewältigen. Aber fange ich mal an mit der Euro-Schuldenkrise. Der Ausgangspunkt dieser Krise war, dass einige Euro-Staaten, also die sogenannten PIGS, ne, also Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien, aufgrund ihrem hohen Staatsverschuldung oder sogar der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit der Staat bankrott drohte. Und das war eine oder sogar die schwierigste Krise seit Gründung der Union. Wieso? Weil sie ja die Existenz der Europäischen Union bedroht hat. Wieso? Was hat gefehlt? Die Bereitschaft, Risiko zu teilen, hat gefehlt. Also die Bereitschaft, Solidarität zu zeigen. Die Schuldnerstaaten hatten als Solidarität klare Unterstützungsmaßnahmen erwartet. Die Rettung des Euros zum Beispiel. Ne? Also das würde bedeuten, dass über bisherige Euro-Krisenpolitik hinausgehen sollte. Ne? Man müsste dann darüber hinausgehen und Solidaritätsmaßnahmen einführen. Zum Beispiel Euro-Bonds oder Schuldenschnitt oder Vergemeinschaftung der Schulden. Das wären solidare Maßnahmen.
Diese Maßnahmen waren aber in Gläubigerstaaten und auch unter denen in Deutschland sowohl unter Eliten als auch in der Gesellschaft unpopulär. Wir leben ja in Demokratien, ne? Und es ist wichtig, dass die Regierungen das folgen, was im Allgemeinen, also was die Mehrheit will. Oder zumindest, das soll so sein. Das heißt aber nicht, dass was die Mehrheit will, alle teilen. Also es gab manche Menschen in den Gläubigerstaaten, die für Solidarität waren. Die wären bereit, diese prosolidarische Maßnahmen vorzuführen, Eurobonds oder Vergemeinschaftung von Schulden. Viele wissenschaftliche Studien haben sich damit befasst, herauszufinden, welche Faktoren dazu führen, eine solidarische Meinung zu haben. Also welche Elemente muss jemand haben oder welche Elemente hatten die Leute, die dafür waren. Und das haben sie herausgefunden, wenn Menschen als Bürger der Europäischen Union sich gefühlt haben, also wenn sie eine klare europäische Identität hatten, dann waren sie dafür. Oder weil sie sehr, sehr klare Unterstützung ihres eigenen, die Mitgliedschaft ihres eigenen Landes hatten. So, die waren 100% dafür, dass Deutschland EU-Mitglied ist oder dass Italien oder was auch immer. Das waren auch Leute, die kulturell offen waren. Das bedeutet, pro Migration sein oder mindestens Migranten in dem eigenen Land unterstützen wollen. Leute, die dafür waren, dass gleichgeschlechtliche Ehe existiert. Oder Leute, die keine Einschränkungen der Grundrechte sehen wollten. Und es waren eher linksorientierte Menschen. Ne? Das kann man auch erwarten. Tatsächlich aber diese linke Orientierung war nicht immer genug. Dieser Effekt, Linksorientierung, also die politische Orientierung, war vor Einkommen moderiert. Linksorientierte Bürger mit hohen Einkommen waren dafür, transnationale Geldtransfer zu haben, also pro Solidarität. Aber linksorientierte Bürger mit niedrigen Einkommen waren eher dagegen. Interessant. Was haben wir aber diese Menschen befürchtet? Also die anderen Menschen, ne? Also die, die dagegen waren. Warum waren sie dagegen? Sie haben befürchtet, dass die Schuldnerstaaten die finanzielle Unterstützung verschwenden würden oder dass sie freeriden würden. Sie wollten irgendwie eine Versicherung haben, dass die Bürger von verschuldeten Ländern nicht eine höhere Wohlfahrt haben als ich selbst. Also nicht mit meinem eigenen Geld das Geld benutzen, um besser zu leben als ich selbst. So ungefähr. Und die Lösung war Austeritätsmaßnahmen. Ne, das haben Sie schon ja mal gehört. Alle Unterstützungspakete waren mit klaren Austeritätsklauseln verbunden. Es wurde also erwartet, dass die Schuldnerstaaten ihre Solidarität gegenüber den Eurozonenländern dadurch zeigen, dass sie diese Austeritätsmaßnahmen implementieren. Man kann streiten, ob die Unterstützung von Austeritätsmaßnahmen in den Schuldnerstaaten eigentlich Solidarität ist in irgendeiner Form. Aber hauptsächlich ist zu wissen, die waren gar nicht populär. Ne? Niemand wollte sie. Ich zeige Ihnen ein Beispiel aus Griechenland. Wie Sie sehen, hier gibt es eine Liste von den griechischen Parteien. Es gab klare Unterschiede zwischen den Parteien. Welche Bürger, also die bestimmte Parteien gewählt haben, waren dafür, also für die Implementierung von Austeritätsmaßnahmen und welche dagegen. Und es gab eine klare Polarisierung. Also es gab von der rechten Seite, also die Bürger, die dafür waren, dass die Austeritätsmaßnahmen implementiert werden, die kommen von den sogenannten Mainstream-Parteien, die ehemaligen, ne? Also von PASOK und von Neue Demokratie, Nea Demokratia. Und die waren die Parteien, die bis dann regiert haben. Auf der linken Seite sehen Sie, dass die anderen Parteien, also die eher an den Extremen, also links- und rechtsextremen, und die Parteien, die nie in der Regierung vorher waren, waren dagegen. Da sind Syriza, was später auch die Regierungspartei geworden ist,
linkspopulistisch. Und die rechtspopulistische Partei, die Unabhängige Griechen, war, ist da. Und die Kommunistische Partei Griechenlands, die immer um die 5% ist. Und die extrem rechte Partei Goldene Morgenröte. Sie haben vielleicht auch diesen Namen ein paar Mal gehört. Also hier sieht man, dass es eine Polarisierung zum Thema Austerität existierte. Darüber hinaus gab es auch andere Gründe, warum jemand auf einmal die Austeritätsmaßnahmen unterstützt hat. Also die Menschen, die pro EU-Mitgliedschaft von Griechenland waren eher dafür, dass die Austerität implementiert wird. Die Menschen, die positiv gegenüber die EU-Mitgliedschaft waren, aber auch gleichzeitig rechtsorientiert waren, die waren auch ziemlich dafür, dass die Austeritätsmaßnahmen implementiert werden. Und Menschen, die eigentlich eine pessimistische wirtschaftliche Perspektive hatten, also nicht glaubten, dass die Wirtschaft in Griechenland sich verbessern wird, wenn die Austeritätsmaßnahmen nicht implementiert werden. Also von der einen Seite sind sie sehr ähnlich dem Bürger in den Gläubigerstaaten gegenüber. Also die unterstützen beide die EU-Mitgliedschaft, aber im Gegensatz zu denen, die sind rechtsorientiert und nicht linksorientiert. Dann die Gläubigerstaaten haben aber die Implementierung der Austeritätsmaßnahmen mit der EU-Mitgliedschaft von Griechenland verbunden. Und die Griechen waren nicht bereit, auszutreten. Und wie Sie sehen hier, die Position der Menschen in der EU und auf der Frage EU-Mitgliedschaft in Griechenland, ja oder nein. Die meisten Menschen, die unterschiedlichsten Parteien gewählt haben, waren dafür, dass die EU, dass die Griechenland innerhalb der EU bleibt. Nur eine Partei war dagegen, das war die Kommunistische Partei. Kein Wunder da, ne? Also nur 5% der Menschen so ungefähr waren dagegen. Das bedeutet, dass die dann austeritätsgegnerische Regierung von Syriza nicht gegen die Mehrheit von den Griechen gehen könnte oder sollte, ne? Und deshalb haben die auch die Austeritätsmaßnahmen am Ende implementiert. Dann komme ich zu der nächsten Krise, die europäische Flüchtlingskrise, der lange Sommer der Flucht 2015. Die Migrantenströme erreichten im Sommer 2015 einen vorher als nicht möglich gedachten Hochwert. Sie sehen hier, wie so die Migranten reingeflossen sind. Millionen von Menschen kamen in Europa an, und zwar genau in den gleichen Ländern, die in der vorherigen Krise Unterstützung gebraucht haben. So war es, ne? Hier wurden zwei Arten von Solidarität gebraucht. Auf der einen Seite gegenüber den Flüchtlingen selbst und auf der anderen Seite Solidarität gegenüber den Erstkontaktländern, also Griechenland, Italien, Spanien und auch Ungarn. Nicht viele Länder waren bereit, eine proportionale Verteilung der Flüchtlinge zu unterstützen, also Solidarität gegenüber einander zu zeigen. Deutschland und Schweden, wie Sie sehen, waren exemplarisch und haben ihre Solidarität von Anfang an sehr klar gezeigt. Die Grafik hier, was Sie sehen, zeigt hier den Anteil von Asylbewerbern pro Land in den Jahren 2015 und 2016. Hier oben ist ein bisschen abgeschnitten, damit der Höchstwert von Deutschland irgendwie in der Grafik bleiben kann. So viel Solidarität, also so viele Flüchtlinge hat Deutschland gezeigt und so viel aufgenommen und so viel Solidarität hat sie gezeigt. Viel, viel mehr als an den anderen Ländern. Deutschland ist überproportionell hoch und ist es auch eines der wenigen Länder, das im Jahr 2016 mehr Menschen aufgenommen hat. Nur Italien, Frankreich und Griechenland sind auf dem gleichen Niveau und nicht unbedingt gewollt, ne? Die anderen drei. Ungarn zum Beispiel hat von Anfang an gezeigt, dass sie keine nehmen wollen und haben ihre Zahlen direkt reduziert. Frau Merkel, die Bundeskanzlerin damals, hat mit ihrem bekannten Spruch, war sicher, wir schaffen das, hat sie gesagt, ne? Sigmar Gabriel danach konkretisierte das. Frieden, Menschlichkeit, Solidarität, Gerechtigkeit.
Das zählt zu den europäischen Werten. Jetzt müssen wir sie unter Beweis stellen. Ich bin sicher, wir schaffen das, hat er gesagt. In Deutschland war auch die Unterstützung dieser Entscheidung besonders in den jüngeren Generationen sehr breit. Ich zeige Ihnen hier eine Grafik von einem von unseren Policy Briefs, sogenannten, von unserem letzten Projekt zu Solidarität in Krisenzeiten. Und was ich hier sehe, ist eine Gruppierung auf der Basis von Alter, also Generationen. Die Menschen, die damals jung waren in der Nachkriegszeit, Menschen, die jung waren in 60er und 70er, die Menschen, die jung waren in den 80er und so weiter. Und Sie sehen den Anteil von Leuten, die glauben, dass Migranten den Sozialstaat belasten. Und das ist in Grau. Und die Leute, die keine Sozialleistungen für Migranten bezahlen wollen. Das ist in Blau. Der Anteil dieser Leute wird mit jeder jüngeren Generation geringer. Die jüngeren Generationen sind also solidarischer gegenüber Migranten, sowohl im Westen als auch im Osten. Das ist eine gute Entwicklung. Das zeigt, dass für die jüngeren Leute die Politik auch recht gemacht hat. Und dann kam die Pandemie. Niemand hat geahnt, als wir Silvester 2020 gefeiert haben, dass es der letzte ohne Mundschutz war, sein würde. Ne? Tatsächlich habe ich kurz vorher gesagt, dass meine letzte Konferenz war die Konferenz zu Solidarität, wo Menschen, die das Thema beforschen, also transnationale Solidarität beforschen, im Januar 2020 hier in Köln zusammen waren. Und wir sind ja nicht viele, ne? 20 Menschen. Und das war ja das letzte Mal. Am Anfang, wie Sie wissen, in der Pandemie, Solidarität hatte bedeutet, gut Hände zu waschen oder Abstand zu halten und Leute, besonders Risikogruppen, nicht zu treffen. Also Solidarität auf einmal hat bedeutet, allein zu sein, nicht mit Menschen, Abstand voneinander zu halten. Die Unterstützung eines Lockdowns also galt als Solidarität. Was Sie hier sehen, ist eine Verteilung der Unterstützung dieses Lockdowns, ne, zwischen unterschiedlichen Ländern. Im Sommer 2020, also vor dem Impfstoff, aber an dem Moment, was wir glauben, dass es genug war. Wir hatten schon genug. Nummer 1, also die 1 steht für gar keine Unterstützung für Lockdown und 7 für volle Unterstützung. Die Balken zeigen den Prozentanteil der Menschen, die das sagen. 3 Anmerkungen hier. Die meisten Länder zeigen eine klare Unterstützung für den Lockdown. England, Frankreich, Italien, Niederlande, Spanien. Und dann gibt es eine andere Verteilung. Deutschland zum Beispiel. Deutschland gehört zu den Ländern, die ein bisschen so verteilt sind. Die Menschen sind nicht einer Meinung. Die haben genug, manche. Ne? Und Deutschland ist nicht allein. Österreich, Griechenland und Ungarn sogar auch ein bisschen, Moment, ja, die 3 sind eher diese Richtung. Polen ist eine Kategorie für sich selbst. Das ist das erste Land, das eine Polarisierung zeigt. Das heißt, dass beide Extreme ziemlich große Balken haben. Es kann auch sein, was dahinter steckt, gibt es eine politische Polarisierung. Und ich bin sicher, dass es nicht das letzte Land ist, das so aussieht. Hätte ich die gleiche Umfrage jetzt gemacht, Ungarn würde ziemlich das gleiche Bild zeigen. Und dann kommt die Frage, unter welche Bedingungen unterstützen die Menschen den Lockdown? Also Solidarität. Unter welchen Bedingungen zeigen die Menschen Solidarität zu anderen dadurch, dass sie den Lockdown unterstützen? Vertrauen in der Regierung ist ein wichtiger Faktor, was dazu führt, dass die Menschen den Lockdown unterstützen. Und auch die hohe Risikoeinschätzung, also dass sie glauben, dass eigentlich Corona ein hohes Risiko für sie selbst hat und auch sogar das Gefühl von Angst haben vor Corona. Vertrauen in die Wissenschaft ist auch extrem wichtig. Und die linke Orientierung
ist auch hier wichtig, sowohl wirtschaftlich als auch soziokulturell. Und tatsächlich die Unterstützung der EU-Mitgliedschaft des eigenen Landes hat einen Einfluss darauf, oder es gibt einen Zusammenhang, sagen wir lieber so, es gibt einen Zusammenhang zwischen Unterstützung der EU-Mitgliedschaft des eigenen Landes und Unterstützung für die Corona-Maßnahmen, also für Lockdown. Es gibt überhaupt keinen theoretischen Grund dafür. Sicherlich, das ist ein Proxy für was anderes. Aber was? Diese Antwort zu dieser Frage habe ich noch nicht. Das ist meine nächste Untersuchung. Also vielleicht nächstes Jahr weiß ich ein bisschen mehr dazu. Weil das ist die offene Frage, die wir jetzt haben. Und dann die Corona-Lockdowns und die Maßnahmen, die wir getroffen haben, haben eine globale Wirtschaftskrise verursacht. Wir haben also schon damals uns gefragt, ob die Leute schon bereit wären, diesen Geldtransfer zu teilen, also Solidarität gegenüber anderen Ländern zu zeigen, die im Falle von Corona, also wegen Corona, in eine Krise geraten. Und wie Sie hier sehen, also das ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und hier ist die Wahrscheinlichkeit, also die Unterstützung, die die Menschen zeigen. Und hier unten sehen Sie, wir haben Sie zwei Fragen gefragt. Einmal, würden Sie im Falle von einer Finanzkrise wegen Covid-19 die Menschen, die andere Länder unterstützen? Und die andere Frage war, würden Sie generell in dem Falle von einer Finanzkrise die Menschen unterstützen? Und es ist klar, in allen Ländern, die Menschen waren viel, viel mehr bereit, andere Länder zu unterstützen, wenn die Finanzkrise wegen Covid kommt. Ne? Und nicht für irgendeine Finanzkrise. Die wollen kein Geld geben für irgendeine andere Finanzkrise. Generell, die meisten Länder sind dafür, dass sie was geben würden, aber nur die Länder, die eigentlich in der Situation sind, die das Geld bekommen würden. Also die schwächeren Länder. Sie sehen hier, es gibt eine klare, so hier eine Konzentration hier oben und hier eine Konzentration hier unten. Das heißt, die schwächeren Länder, die eigentlich Geld immer brauchen, sind dafür, dass man Solidarität zeigt. Vielleicht, weil sie dann das Geld bekommen werden oder würden. Und die anderen, die immer bezahlen, sind eher dagegen. Deutschland ist in der Mitte. Ja, das bedeutet, dass ein Element da ist, also woher, also warum brauchen die Länder Geld? Ich würde gerne jetzt zu einem anderen Punkt kommen und den Element der Solidarität hervorheben, das heißt Reziprozität. Reziprozität bedeutet Gegenseitigkeit oder Wechselbezüglichkeit und stellt ein Grundprinzip menschlicher Handelns dar. Das bedeutet, dass die Erwartung existiert, dass wenn ich was für dich mache, du machst was für mich. Ne? Wir haben also ein Experiment gemacht, um herauszufinden, ob Bürger Solidarität nur dann unterstützen, wenn sie glauben, dass das Land, das es braucht, auch in der Vergangenheit solidarisch sich benommen hat. Also sagen wir so, Italiener werden gefragt, ob sie ein anderes Land unterstützen würden, wenn sie ihre Solidarität braucht. Die sagen, okay, unter welchen Bedingungen würde ich ein Land unterstützen? Also die Befragten wurden in drei Gruppen geteilt und die wurden gefragt, ob sie ein anderes Land, EU-Land, ne, in Krise finanziell unterstützen würden. Die erste Gruppe, die Gruppe hier, hat einfach die Frage so bekommen, ganz allgemein gefragt. Die zweite Gruppe wurde dann nach einem EU-Land gefragt, das immer andere EU-Länder unterstützt hat. Also ein solidarisches Land. Die dritte Gruppe wurde nach einem EU-Land gefragt, das nie andere EU-Länder unterstützt hat. Also kein solidarisches Land. Und tatsächlich sehen Sie hier, dass Reziprozität einen Unterschied macht. Also die Bereitschaft zur Solidarität, also Solidarität zu zeigen, war viel niedriger hier im Fall eines Landes, das nie andere Länder unterstützt hat. Und das ist hier die Basis und die solidarischen Länder würden dann mehr bekommen.
Das ist aber nur theoretisch. Was passiert, wenn wir einen Realitätstest machen? Also wenn wir fragen direkt, welches Land sind Sie bereit, finanziell zu unterstützen? Die Deutschen, und da sind die Resultaten nur von der deutschen Umfrage, die sind sehr bereit, die Länder zu unterstützen, die sie bereits unterstützt haben. Also Griechenland, Spanien, Italien. Sie sind auch sehr bereit, ihre Nachbarländer zu unterstützen, Österreich, Niederlande und Frankreich. Die Bereitschaft ist aber nicht so groß bei England, ne? Verständlich, wegen Brexit. Wenn die Engländer nicht mit uns in der Union sein wollen, dann wollen wir sie auch nicht unterstützen. Und auch die Bereitschaft ist nicht so groß bei Ungarn und Polen. Bei Schweden ist die Bereitschaft wieder etwas höher, ne? Und wenn man die Schuldnerstaat der Eurokrise nochmal anguckt, was passiert da? Griechen, die sind hier die Griechen, und das ist, was ich gerade sagen werde, hier Deutschland. Die Griechen sehen die Deutschen als ein zentraler Gläubiger, der die Austeritätsmaßnahmen wollte. Das ist so. Bei Italiener ist nicht der Fall und in Spanien auch nicht. Aber die Griechen vergessen nicht. Also das Framing in der Krise von Griechenland, wo die Deutschen als die Feinde von den Medien geframed worden sind oder sogar auch von den Politikern, hat eine sehr klare Auswirkung auf diese Bereitschaft, Solidarität gegenüber Deutschland zu zeigen. Und wenn Sie hier gucken, die meisten Länder sind nicht bereit, England was zu geben. Niemand vergisst Brexit. Nur die Polen. In Polen wird Brexit vergessen. Und Menschen in Ungarn, die sind generell grundsätzlich gegen finanzielle, transnationale Solidarität irgendwie. Egal gegenüber welchem Staat. Ne? Nur Polen würden sie unterstützen. Ich weiß nicht warum. Oder vielleicht wissen Sie. Sie sehen, dass Krisen uns eigentlich den Weg zeigen, ne? Und sie die nächsten Schritte gestalten. Um uns schön in den Worten von Jean Monnet es zu sagen, Europa wird in Krisen geschmiedet werden und es wird die Summe der zur Bewältigung dieser Krise verabschiedeten Lösungen sein. Es bleibt also nun zu sehen, wie wir Europäer uns in der nächsten Krise, also die Klimakrise, die sicherlich kommt, wie wir uns da benehmen werden und ob wir überhaupt und wie viel eigentlich Solidarität wir einander zeigen werden. Wenn wir bereit sein, in eine Gemeinde zu leben und Solidarität gegenüber einander zu zeigen oder wenn wir zurücktreten in einer Nationalstaat oder sogar kleiner in Regionen. Das ist die große Frage, die vor uns steht. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.